Seid gegrüßt, Sire. Eure Feste erwartet euch. Da fluten die Kindheitserinnerungen zurück und ich bin wieder 10 und spiele auf dem Laptop meines Vaters Stronghold. Das gibt's jetzt in einer neuen Definitive Edition und die zeigt, der Charme dieses Klassikers altert einfach überhaupt nicht. Das Spiel ist immer noch genau so glorreich wie damals. Also wenn man die Sachen von damals spielt, die neueren sind deutlich durchwachsener. Aber ganz ehrlich, Stronghold 1 in einer verbesserten Version, die endlich ohne all die alten Krampfigkeiten auf aktuellen Rechnern läuft, für 15 €, ist immer noch einer der besten Käufe, die ihr aktuell in Sachen Spielspaß pro Euro machen könnt. Das hier ist kein Riesenprojekt, das muss man wissen. Es saß bei Firefly auch nur ein Programmierer dran. Entsprechend kann man sich auch sehr wohl darüber streiten, ob die Änderungen weit genug gehen. Bei der neuen Grafik muss man schon zweimal hinschauen, um wirklich zu sehen, wo die Unterschiede liegen. Ich habe auch von einigen im Chat gehört, Maurice, das sieht für mich genauso aus wie früher oder sogar ein bisschen schlechter. Aber ich persönlich mag die Änderungen. Alles wirkt einen Tick schärfer, einen Tick weicher, einen Tick weniger pixelig. Auch wenn ich es schade finde, dass manche alte Schwächen, wie zum Beispiel Schatten als viereckige Blöcke auf dem Terrain, immer noch drin sind. Das Wichtigste für mich an dem Ganzen ist aber eigentlich, anders als Stronghold HD, funktioniert die Definitive Edition viel besser mit modernen Auflösungen. Es wird nicht alles endlos weit rausgezoomt, die Dialoge sind nicht mehr winzige Briefmarken, die du mit der Lupe anschauen musst. Es sieht halt aus, wie es sollte. Es sieht aus, wie wir es in Erinnerung haben. Und das ist für solche Neuauflagen, finde ich, immer das wichtigste Kriterium. Der Begriff Remake war trotzdem etwas hochgegriffen von den Entwicklern. Und ich gebe zu, auch ich hätte den in meinem ersten Video zum Spiel nicht benutzen sollen. Der weckt einfach Erwartungen, die diese Definitive Edition nicht halten kann. Aber immerhin, der alte Schreiber ist wieder eine Option. Das ist ja wohl das Allerwichtigste. In der Demo hatten wir nur diesen komischen neuen Creep da und der hat mich verstört. Inzwischen wissen wir, warum das so ist, weil das alte Modell wohl verloren ging und sich nicht restaurieren ließ. Es ist jetzt aber eine hochskalierte Variante als Option drin, wenn ihr das volle Oldschool-Gefühl wollt. Und das will ich. Darum bin ich ja hier. Außerdem gibt es eine Reihe von grundlegenden, aber sehr sinnvollen Komfortfeatures. Ehrlich gesagt ist es die Art von Komfortfeature, wo man vielleicht gar nicht mehr im Kopf hatte, dass alte Spiele teilweise so krampfig waren und die nicht hatten. Zum Beispiel gibt es jetzt einen optionalen Rechtsklick für Truppenbefehle, es gibt Sammelpunkte in der Kaserne, ganz fortschrittliche Technik, ja, ja, und es gibt automatischen Handel im Marktplatz. Sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, nicht die Welt, nicht bahnbrechende Neuerfindungen. In der Summe machen sie Stronghold 1 aber doch ein ganzes Stück angenehmer zu spielen. Leider bleiben aber auch viele alte Krampfigkeiten bestehen. Die Wegfindung ist immer noch ein Problem. Burggraben ausheben erst recht. Und die Gegner-KI bleibt ein totales Desaster. Hier sehen wir die Ratte, wie sie ihre Katapulte direkt vor meine Mauer fährt, um sie im Nahkampf anzugreifen. Nicht schon wieder! Es ist nicht zu fassen! Ich bin von Idioten umgeben! Ich meine, der Fairness halber, meistens reicht das bei Stronghold. Die Gegner-KI muss ja nicht viel mehr machen, als anzustürmen. Aber es ist immer noch schade, dass sie so leicht teilweise zu exploiten ist und dass das Spiel sich manchmal auch so anfühlt, als wäre es darauf ausgelegt, dass du das machst. Unsere eigenen Truppen clever zu steuern ist aber auch nicht so leicht. Also ein bisschen Verständnis kann man für die Ratte auch haben. Zum Beispiel funktioniert der Doppelklick, um mehrere Truppen des gleichen Typs auszuwählen, gefühlt nur jedes zweite Mal und wählt dann wiederum auch gern mal alle Truppen des gleichen Typs auf der gesamten Karte an, statt nur im Bild. Selbst wenn die am anderen Ende einer riesigen Map stehen. Und überhaupt wären noch mehr Steuerungskomfort-Features echt super gewesen. Die schwersten Stronghold-Missionen, wie zum Beispiel die Burg des Schweins, setzen ja sehr gerne auf Bogenschützen-Millimeterarbeit. Dass du dich exakt so nah rantastest, wie dein Schütze schießen kann, aber der Feind ihn noch nicht sieht und automatisch erfasst. Ehrlich gesagt,
Ich fand das nie einen spaßigen Teil von Stronghold. Ich verstehe, es ist ein Teil von Stronghold und vielen Profis gefällt vielleicht auch gerade diese Herausforderung. Ich fand es immer ein bisschen nervig und ich fände es cool, wenn man zum Beispiel sich die Reichweite aller Truppen anzeigen lassen könnte, wenn das Spiel schon auf diese Art von Mechanik setzt. Oder einen Vorrückenangriff, wo man auf den Feind einfach rechtsklickt und der Schütze sich genau so weit bewegt, wie er muss, um dann auf diesen Feind zu schießen. Also wie es ja in vielen klassischen RTS auch ist, in Stronghold mit gutem Grund nicht, weil die Bogenschützen ja oft auf der Mauer stehen und du willst nicht, dass sie vom Turm runterrennen, um einen Feind zu beschießen. Sie sollen schon da bleiben, wo sie sind, aber es könnte ja einen optionalen, alternativen Rücke vor und schieße Befehl geben. Ich finde, der würde es ehrlich gesagt deutlich angenehmer zu spielen machen. Man kann einen klassischen Attack-Move mit Patrouillen und Einheitenhaltungen weitgehend simulieren, aber ihr seht hier, dadurch bewegt er sich nah genug an den feindlichen Bogenschützen ran, dass der noch einen Schuss abbekommt, was ich bei Millimeterarbeit knapp verhindern könnte. Auch das wäre noch besser gegangen, aber hey, hat funktioniert. Das heißt, die Millimeterarbeit ist doch noch oft notwendig und könnte einfach komfortabler sein, finde ich. Und bizarrerweise setzt ausgerechnet die neue Kampagne sehr oft auf dieses krampfige Truppen-Micromanagement statt auf cooles Bauen, Verteidigen und Belagern. Direkt zum Anfang haben wir mehrere Missionen, wo wir nur Armeen haben, nichts bauen und uns durchkämpfen müssen. Gegen eine Feind-KI, die gemacht ist, um sich exploiten zu lassen. Es sind nicht mal Exploits, ehrlich gesagt. Das gibt dem Ganzen schon wieder zu viel Ehre. Die stehen einfach auf offenem Feld und lassen sich abschießen. Diese Missionen bündeln alle Schwächen von Stronghold. Krampfiges Micromanagement und blöde KI und knifflige Wegfindung. Und zeigen keine der Stärken, den Charme, das Bauen, das Verteidigen, das coole Mittelalter-Flair. Es ist ehrlich gesagt fast schon bizarr, wie diese neuen Missionen zum Teil komplett an allem vorbei entwickelt wurden, warum ich Stronghold spiele. Mir ist bewusst, ich, nicht alle da draußen, vielleicht es wird sicher Leute geben, die genau diese Herausforderung mögen, aber ganz ehrlich, ich hatte extrem schnell die Lust an der neuen Kampagne verloren und hatte einfach nur Lust, die alte wieder zu spielen, die so viel mehr Spaß macht. Die neue Kampagne wird später besser, aber nie so toll wie die Originalkampagne. Vor allem fehlt ihr komplett der Charme der Originalkampagne, weil das großartige, fantastische Geplänkel zwischen diesen verschiedenen schillernden Charakteren komplett fehlt. Und was seid ihr? Wir sind Franzosen! Woher hätte ich sonst diesen dämlichen Akzent? Du bescheuerter König! Was hast du dann in England zu suchen? Wir bohren nach Leinöl, du Tethopf! Und das war ja neben dem Gameplay immer eine tragende Säule, warum Stronghold dich so reingezogen hat in sein fantastisches Mittelalter-Szenario. Das glaube ich nicht. Meine Truppen sind überall verstreut und ich kann nichts unternehmen. Ich habe die Grafschaft verloren. Zeigt etwas Rückgrat. Mein Plan für den Notfall ist bereits im Gange. Ihr bekommt eure Grafschaft bald genug wieder. Vertraut mir. Der Fairness halber, da sind die Entwickler nicht gänzlich schuld daran, wenn man überhaupt solche Begriffe benutzen will. 20 Jahre später nochmal all die alten Sprecher aufzutreiben, in verschiedenen Sprachen auch noch, wäre sicher eine unglaubliche Herausforderung gewesen und wahrscheinlich auch mehr, als sich für 13 Euro rechtfertigen lässt. Im Deutschen sind sogar manche Sprecher inzwischen verstorben, das mag im Original ebenso sein. Das ist nicht leicht, ne? Also teilweise nicht möglich, teilweise viel Aufwand. Ich verstehe, warum man hier vielleicht nicht diese Möglichkeit hatte, aber wenn halt stattdessen nur ein Erzähler eine komplett belanglose Story runterrattert, die irgendwie nebenbei passiert und ein viel größerer Feldzug ist, also der Hauptgrund, auf einmal, du spielst gegen die Ratte und die Ratte hat auf einmal sogar Schwertkämpfer. Was ist das denn für ein Stilbruch? Die Ratte war nicht kompetent genug, Schwertkämpfer zu haben. Das war ja gerade der Punkt, was es so unglaublich verstörend gemacht hat damals, als du, ne, als der 10-jährige Maurice zum ersten Mal gehört hat, die Schwertkämpfer des Wolfs sind hier. Und du siehst, wie du da einfach gar keinen Schaden machst. Und jetzt hat auf einmal in der neuen Kampagne die Ratte schon Schwertkämpfer. Also, meiner Meinung nach fügt die sich einfach nicht toll in das bestehende Gesamtkonzept ein, macht deutlich weniger Spaß, bricht mit der Stimmung, ist jetzt nicht eine komplett Katastrophe, es gibt auch coole Missionen, aber ich fand, es war eine verpasste Chance. Und ganz ehrlich, ja, alle alten Sprecher, schwierig.
aber vielleicht 2-3 neue, coole Charaktere zu erschaffen, für die ein paar animierte Dinge aufzunehmen, ein paar so animierte Einblendungen und ein paar coole Sprüche, das hätte schon so viel bewirkt. Es muss ja nicht der gleiche Umfang in der Originalkampagne sein, weil wie gesagt, das kostet nur 13 Euro. Aber es wäre vielleicht machbar gewesen. Ein bisschen finde ich es schade, dass Firefly allgemein mit neueren Strongholds, also auch mit Warlords und so, diesen Charme des Alten so komplett aus den Augen verloren hat und was den ausgemacht hat und das nicht mehr hinkriegen. Aber unterm Strich, für 15 Euro ist der Umfang, wie gesagt, voll okay. Es gibt auch noch einen neuen Castle Trail, einen Burgenpfad, wo man sich durch verschiedene Schlösser kämpft. Ist auch eine coole Sache. Aber hätte Firefly gesagt, wir nehmen 30 Euro und geben euch dafür eine neue Kampagne mit mehr Sprechern, vielleicht sogar einen Skirmish-Modus mit KI, wie Crusader ihn hatte, und noch mehr Verbesserungen bei Bedienkomfort und Grafik, das hätte ich auch gekauft. Und sogar dankend. Und es wäre mir lieber gewesen. Ich verstehe, wenn die Ressourcen nicht da sind, ich find's dann gut, dass sie das, was sie anbieten, fair bepreisen. Und ich freue mich über das, was wir bekommen haben. Ich freue mich über ein Stronghold 1 mit verbesserter Grafik, mit mehr Komfort und besserer Kompatibilität auf neuen Rechnern. Stronghold 1 ist ein glorreiches Spiel. Wer es noch nicht gespielt hat, sollte es auf jeden Fall mal erlebt haben. Allermindestens die Original. Jeder, der Aufbauspiele mag, sollte diese Originalkampagne gespielt haben. Ohne Einschränkungen. Wenn du das noch nicht gespielt hast, mach es. Und danke mir später. Deswegen, ja, ich gehe jetzt auch mal wieder los und versuche mich an der Burg des Schweins. Könnt ihr auf Twitch bei Maurice Weber auch live verfolgen, wenn ihr mich leiden sehen wollt. Oder vielleicht seid ihr Edelleute und wünscht mir lieber Glück. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.